This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Oh, gab ein Strick. Gab ein. Hatte sowieso eine böse Ahnung. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Warum hast du das gemacht? Dann hat seinen Teller auf dem Boden. Ja, so nach dem Motto. Sehr schön. Sarah Hawkins plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. Ja, was hat passiert? Sieht man doch schon direkt. Ich habe direkt den Streit, den Streit Hahn direkt als allererstes angesprochen. Hey Pierce, daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Silas managed to bring the fire under control. Let's see if I can find something the cops missed. The child's corpse left a trace. Where are the others? Eigentlich du? Da war sie schon. Reichen von der Kinderin. They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Hi. Hi. Yes, das? Nein. Also, bei Marcella. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Hi. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Stop at the time of the fire. Um Punkt 11 Uhr ist die Frist. Did someone escape the fire? This lamp was thrown. This was no accident.
Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Ein Moment. Ja, wenn ich so rede, dann natürlich kann es mich nicht aufnehmen. Doch, du bist auch nur leise. Nur leise, ja. Und dann kann sein, dass ich zu leise bin. I just ask that you don't disturb it. Dass man mich eben nicht... Hör auf, ständig weiter zu rennen, du blöde Sack. Blöde Sack. Falls man mich eben leise gehört hat oder kaum. Ich hatte das Mikrofon aus Versehen vergessen runterzuklappen. Och, kannst du mal aufhören, weg zu vorzurennen. Hallo, Ratte! Oh, was ist das denn? Ein Buch! Wieder über Medizin. Das dritte schon. Hey. Wir finden ständig Bücher über Medizin. Ich möchte aber nicht nur Medizin lernen. Ich kann einiges anderes auch lernen. Hier ist was mit Blut. Ich würde so gerne hier selbstständig in dem Haus rumrennen, aber ich darf es nicht. Das ist ein Buch. Oh, Frankenstein. Aufschreiber oder so. Ich guck mich erst um, bevor ich mit dir spreche. Ja, dass ich mit ihm sprechen kann. Bist du? Moby Dick. Es war eine Frau geschrieben, ja. Ja. Na, die haben nicht auf dem Klavier gespielt. Hier liegen immer überall Zettel. Aber ich kann keinen Zettel... Da hat eine Spinne ganze Arbeit geleistet. Wie hat es Spaß gemacht? Hab ich hier auch was? Nein, kann ich nicht machen. Ja, niemand wusste genau, was Charles Hawkins macht als Beruf. Das sah nicht mal gut aus. Meiner Meinung nach. Was denn für eine Büste? Damals hatten Frauen nicht so, keinen Sidecut. Warte, ich mach mal Licht für dich an. Doch, da hat man die Büste ruiniert. Das knarrt so verdächtig da oben. Ja. Did you hear that? Ja, ich habe das gehört. Wehe, wir müssen jetzt gleich rennen oder irgendwas. Das würde mich nicht wundern. Oh, jetzt fragen sie wieder dasselbe. Ich würde gern... Hier, so sah er aus. Das ist jetzt natürlich eine schlechte Ölzeichnung, weil so sah Charles Hawking aus. Danke, dass du es mir auch gerade in dem Moment ausleuchtest, mein Freund. Ja. Sie hatten viele Zeichnungen von ihren eigenen Räumlichkeiten. Ich kann was aufheben oder mir angucken. Oh. Vor dem 14. Jahrhundert gab es Leute hier auf dieser Insel.
Oh, wieder ein Buch über Medizin. Ich glaube, wir werden zum Arzt hier. Du darfst einfach nur im Kreis, mein Freund. Gut, dann mache ich mich wieder allein auf den Weg. Sollte ich zwar nicht tun, nicht unbedingt. Aber ist ja auch egal. Oh, wir können eine Lampe anmachen. Ah, ja, da steht auch wieder so komisch grün. Also die Spinnen hatten hier allgemein ihren Spaß. Scheiß Gewitter. Und da ging eine Lampe selbstständig an. Was finden wir da jetzt wieder? Oh. Geschichte über Darkwater. So heißt die Insel. Darkwater. So heißt die Insel hier. Was war das? Wurde auf einmal schwarz. Was ist das hier? Oh, oh, nein, warte, wir gucken erstmal weiter. Da eine Böse. Guck mal, was passiert. Leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Ja. Oh, hier ist eine Tür. Oh, und ein versteckter Hinweis. Ein Brecheisen. Ein Brecheisen. Ein Brecheisen aus der Villa der Hawkins. Das gehört wahrscheinlich dem Verwalter Silas. Bringen wir Silas mit. Kriegt er sein altes Brecheisen wieder. Nach Motto, na, erinnerst du dich daran? Vielleicht war es auch Silas, den sie in Flammen haben aufgehen lassen. Oder dann tut er mir leid. Wenn es wirklich Silas war. Warum habt ihr hier eine Cäsar-Büste? Ist noch ein Weg. Ich habe mich aber nicht hier lang zu gehen. Wie schnell dieses scheiß Licht ausgeht. Mann. Leute. Ich kann nicht zwischenspeichern. Das Spiel speichert selber. Oh. Ein Beschwerdebrief. Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger vor dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Was? Okay. Letzte Woche versetzte sie meiner Kundschaft erneut erneuten Schrecken. Ach so, ja. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber sie wollen sie in die Obhut von Dr. Fuller geben. Er alleine kann sie zur Besinnung bringen. Sollten sie sich dieser Störung wiederholen, was? Sollten sich diese Störung wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Mann! Hochachtungsvoll, Anton Willard. Willard! Willard, nicht Willard. Nein, er heißt Wellert. Nachnamen. Wir gehen erst hier oben weiter, bevor wir unten rumgehen. Ach, unten rum können wir noch nicht mal gehen. Weil da die Treppe verbarrikadiert ist. Das ist auch der. Nein, nicht Eingangsbereich. Ich weiß, ich sollte hier nicht lang gehen. Habe ich da was gesehen? Ich sollte nicht hier alleine rumgehen. Ich weiß das. Das kann nur böse enden.
Mein Feuerzeugchen, wo bist du? Hallo, Ratte. Die Tür ist mal kaputt. Hier hat jemand das Bild kaputt gemacht. Kommen wir durch diese Tür? Ja, kämen wir. Genauso wie hier. Sie ist nur abgeschlossen. Die ist offen. Natürlich, das ist das Kinderzimmer. Habe ich erkannt an dem Bötchen. Der hat Bücher gestapelt. Hat damit Burgen gebaut. Hier ist sogar sein Bett. Oh, und Zinnsoldaten. Na, Zinnsoldaten kann man nicht sagen. No one knows. Ich muss auf die andere Seite gehen, sonst komme ich nicht an dieses Buch. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Kannst du bitte aufhören zu singen? Sleeping pills. Strong for an 11. Er hatte Albträume, genauso wie wir. What nightmarish vision could have inspired them? Nur, dass er von was anderem geträumt hat. Beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Er hat von was anderem geträumt als wir. Doch es zumindest. Oder jetzt noch weiter rauf. Und da sind noch mehr Kratzer. Oh, Leute. Oh, ein versteckter Hinweis. Ein Schlüssel. Rufe Sarah Hawking. Ich finde es so schade, dass man nicht speichern kann, dass das... Eheliche Gemeinschaftsschlafzimmer oder hatten sie unterschiedliche Schlafzimmer? Eigentlich ja. Es sieht auch aus, als sei es von ihr nur das Schlafzimmer. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Oh, sind die abhängig machend? Die Medikamente, die sie genommen hat? Oh nein. Machst du es selber? Bitte. Warum hast du es vor dich an der anderen Tür angewandt? This padlock is too complicated for me. Lusche. Warte, war das dann ihr Büro hier? Ja, natürlich. Wir können das Schloss nicht von ihrem Schlafzimmer aus aufmachen, aber wir können... Nein. Aber wir können es aufschließen, weil wir den Schlüssel gefunden haben. Oh. Okkultismus. Das hat sie hier drin betrieben. Warum sie und nicht er? Wollen wir es ihnen dann betrauen? Warte mal. Wie war das in den Geschichten gewesen? War es dann, dass die Frauen selbst den Männer hat es trotzdem getroffen? Schublade bringt mir nichts. Ich möchte sie gerne wieder zumachen. Danke. Ah. Ja. Der Schlurfer. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. Ja. I wonder why. No one knows.
Eine Lupe. Hier hatte ich hier überall Büsten stehen. Oh, und die eine ist wohl geschmolzen oder hat sie mit Wachs übergossen. Jetzt muss ich diesen Kratzern hinterher. Mit Sicherheit. Anders geht's ja nicht. Es ist mit Sicherheit das Schlafzimmer vom Charles. Es klopft. Es klopft. Dobidobido. Wir rennen zu meinem Feuer zurück. Ja, da verbrennt sie dir wieder deine Hand an deinem Feuerzeug. Hast du die Tür? Nein, das war das Gewitter. Ich bin noch durch dieses Zeug gegangen. Von denen. Ich bin doch gerade durch deren Zimmer gegangen. Ich bin doch gerade durch deren persönlichen Zeug gegangen. Die eine Tür kriege ich nicht auf. Moment, hin sind da nicht. Ich war doch gerade in deren Schlafzimmern. Und jetzt hier nochmal. Dieser Wind gefällt mir nicht. Es wäre auch nett, wenn das immer irgendwann jetzt wieder speichern würde. Was? So, hier sind wir wieder im Wohnzimmer. Nur eine andere Tür, ob es auch wieder das Wohnzimmer ist. Es wäre wirklich mal nett, wenn das Spiel mal speichern würde. Silas, wo bist du? Komm und beschütze uns. This door is locked. Schön, danke, dass du mir das sagst. Da habe ich nicht gemerkt, dass diese Tür abgeschlossen war. Was für eine Tür? This door is blocked from the outside. Okay. Ich weiß, hier ist blockiert, aber ist hier irgendwas? Nein. Muss ich nochmal raufgehen, aber was bringt das? War doch da überall. Habe ich wieder irgendwas übersehen? Ja, verbrennen wir wieder die Pfoten. Achso, das ist wieder Frankenstein. Ja, brauchst du nicht weiter zu. Du brauchst es nicht weiter zu sprechen. Wir wissen. Gut, hier sind wir nochmal rauf. Gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Das wäre so nett. Danke, Blitz. Wenn man wieder speichern würde. Da kommen wir nicht ran. Achso, warte, vielleicht. Das ist Kinderzimmer. Warte, ja, warte. Ist hier eine zweite Tür? Nein. Ab wann gab es Zauberer von Oz? Wie alt ist diese Geschichte? Weil er hier schon ein Poster davon hat. Ja, das weiß ich. Das ist ja wirklich schon alt. Will ich hier nochmal zurück? Will ich jetzt mal zurück? Ja. Können wir nicht. Gelogen. Von der anderen Seite kannst du auch an die Tür gehen und kannst sie nicht öffnen. Das hatte ich nicht vor.
Ja, verbrennen wir wieder die Frucht. Was übersehe ich? Ja, ist gut. Ist doch gut. Hinter ihrem Pavillon nicht geguckt. Finde ich nicht. Ist auch nicht angucken. Hier haben wir ihre Medizin gefunden. Die Familie schien drogenabhängig gewesen. Ja. Ich stehe auch immer meine Schuhe quietschen, wenn ich in die Hocke gehe. Tür ist verschlossen. Anwesen untersuchen, das haben wir auch die ganze Zeit nicht getan. Weiß nicht, was ich noch mir angucken soll. War in deren Räumlichkeiten drin? Ja, verbrenne wieder die Furcht. War jetzt schon zum zweiten Mal da. Und hab mir alles angeguckt. Und die eine Tür da, das müsste von Charles das Schlafzimmer sein. Die ist verschlossen. Habe ich nicht. Ich habe nur das, den Schlüssel für das Schlafzimmer von ihr gehabt. Aber Mythology. Ah. Hecate, die Karte. Daughter of Tartarus and mother of Scylla. Ja. Sie haben sich sehr viel Mythologie interessiert, wir wissen es. Mythologie und Okkultes. Mein Freund, da ist mein Polizist-Freund. Warum guckst du dir so angestrengt das Klavier an? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, his piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Weiß nicht, was ich übersehe. Ja, wir sind jetzt über den Himmel rumgerannt. Hier ist noch nicht. Hier ist du hier. Das haben wir schon getestet. Ja. Blockiert von außen. The lyrics of the drunken sailor. The sea shanty. What shall we do of the drunken sailor? Alles dieses Lied. Hä? Weil hier haben sie schon den Text davon. Vielleicht noch. Obwohl, nein. Ja.